Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Dark Souls im Agro-Mod. Wir stehen vor dem gemalten Bild hier, vor der Welt von Ariamis. Ich habe mir jetzt die Chaos-Klinge hier gemacht. Ja, wenn ich sie finden würde, wäre das auch sehr cool. Wo ist die? Da. Das Quilax-Furien-Schwert, wie es auf Deutsch heißt, plus 1 mittlerweile, oder momentan. Aber trotzdem glaube ich nicht besser als mein Uchigatana, weil das halt nicht mit Beweglichkeit skaliert. Deswegen werde ich das wahrscheinlich erstmal upgraden auf plus 5 und dann nehmen wir das dann. So, wir treten in die Welt ein, beziehungsweise gucken erstmal das Bild an. Ja, großes Bild. Und jetzt müsste, glaube ich, eine Hand rauskommen, ne? Oder? Ne, das war beim DLC. Ach so, ich werde auch trotzdem reingezogen. Ja. Na gut. So, dann hier die Welt. Na klasse. Schönen Dank, ey. Ich bin gespannt. So, jetzt sind wir im Bild drin. Und das ist eigentlich auch ein schönes Level. Gerade zum Farmen ist das ganz cool davon, auf jeden Fall. Wenn man das Tor dann öffnet, letztendlich. Aber ansonsten sehr undurchsichtig war das für mich am Anfang. Naja, mal gucken, ob ich mich jetzt hier halbwegs ordentlich anstelle. Ich bin gespannt. So, an sich könnte ich mich jetzt menschlich machen und das Leuchtfeuer entzünden, aber ich mach's einfach erstmal so. Jetzt müssen wir mal gucken, wo hier die Gegner kommen. Da kommt einer. Da müssen wir jetzt nämlich, glaube ich, erstmal außen rumlaufen, wenn ich mich nicht täusche. So, gehen wir weg. Das war immer so ein Ding hier, weiß ich nicht. Müssen wir erstmal nach Items gucken, okay. Hoch. Weil man auch vergiftet wird hier teilweise durch die Viecher. Da habe ich auch nicht so ganz geblickt, warum das denn so ist. Ja, aber ich gucke einfach mal. Ich versuch's. Ich gebe mein Bestes. Ja, da kommt nicht das erste Vieh, was einen vergiftet. Und die spucken dann auch noch so Feuer. Das ist alles sehr ungünstig irgendwie. So, auf jeden Fall ganz weg von denen. Weiß nicht, wann die vergiften, das ist halt die Frage. Platzen die jetzt nochmal? Nee. Okay. Da bin ich jedes Mal vergiftet worden, ich weiß auch nicht wieso. War nicht so schön. So, da kommen die ersten wieder runter. So, okay, nicht vergiftet. Ach so, wenn ich die auch angreife scheinbar. Da ging es auf jeden Fall die Leiste ganz schnell hoch gerade, das habt ihr gesehen. So, Seele Krieger. 8000 Seen haben wir jetzt schon wieder. Das ging relativ flott. Da könnten wir jetzt theoretisch auch schon wieder upgraden. Aber es ist ja kein Leuchtfeuer in der Nähe. Mir fehlt auch, glaube ich, nur ein Dämonen-Titanit, um komplett auf 5 abzugraden. Also je nachdem, ob es dann später mehr braucht. Nehmen Sie einfach mal an, dass es nur eins braucht immer. Ansonsten brauche ich halt wirklich nur ein weiteres Dämonen-Titanit. So, dann springen wir mal hier runter. So, und guck mal. Ich bin mir halt echt nicht so sicher, wo es hier überall lang geht. Was ist ein getrockneter Finger? Was ist denn das, ey? Ist das irgendwie so ein Talisman oder sowas? Oder ist das ein richtiges Item, was man nehmen kann? Das habe ich noch gar nicht gehabt. Warte mal, wo haben wir das? Ich hab's nicht, ne? Ja, hätte ja sein können, dass es irgendwie, was ist? Getrocknete Finger mit mehreren Knöcheln. Benutzen. Ja, nee, benutze ich mal lieber nicht. Weiß ja nicht, was das ist. Ich stecke mir ja nicht irgendwie alles im Mund. Ratten. Tote Ratten. So, kaputte Ratten. So, plündern. Menschlichkeit, sehr schön. Können wir gut gebrauchen, auf jeden Fall. Seele Ritter. Jetzt fällt irgendwas runter. War, glaube ich, eine Maus. Könnte zumindest eine Maus gewesen sein, ich weiß es nicht. Oder eine Fernbedienung. Jetzt gehen wir mal hoch hier. Ja, das ist jetzt das Ding. Wo müssen wir jetzt als nächstes lang? Hier sind überall Gegner, aber so richtig Ahnung habe ich nicht. Der stackt hier ein bisschen fest. Oh, wow, wow. Ich muss echt aufpassen, ob das geht. Ich habe, glaube ich, auch nichts dabei. Dann müsste ich das so wegheilen. Das wäre sehr ungünstig, so. Oh, wow, wow, das könnte... Ja, okay, nee. Nein, giftig, scheiße. Und direkt vergiftet. Ich habe es gerade noch gesagt. Ja. Jetzt ist es auch scheißegal, wie ich an die Gegner rantrete hier.
Jetzt ist es eh zu spät. So, hier kommen die Harpien. Na, geil. Da sind ja auch so Drecksgegner. So, erstmal dich hier wegmachen. So, jetzt weiß ich gar nicht, was die so können, so richtig. Auf jeden Fall waren die echt kacke. Hier, so. Nee, das noch nicht. Down. Jetzt aber, komm, komm, komm. Down, jawohl. Es laggt ja auch ein bisschen, ne? Also ihr habt jetzt, glaube ich, ein recht wackeliges Bild gehabt gerade. So, da ist auch noch so ein Typ. Okay, hier sind wir runtergekommen, ne? Nee, hier sind wir nicht. Da könnte man hinspringen, ne? Könnten wir mal versuchen. Habe ich irgendwie nie geschafft. Ah, ich bin im Traum manchmal. Wahnsinn. So, und wo geht's hier lang? Zum nächsten Item oder was? Ne, hier geht's runter, genau. Irgendwie müssten wir halt den Shortcut jetzt mal frei machen. Das wäre sehr von Vorteil. Ach, kommen jetzt auch noch die hier vergiften oder was? Die müssten eigentlich auch vergiften können, glaube ich. So, Menschlichkeit. Nehmen wir natürlich immer alles mit. So. Okay, und nun? Ich verliere hier auch saumäßig die Orientierung. Okay, das ist eine richtige Kiste. Gemäldehobe. Okay, beziehungsweise Gemäldeausrüstung allgemein. Ach, und hier ist jetzt Ende im Gelände. Hier hätte ich nämlich runterspringen können, glaube ich. Ist alles ein bisschen doof. So, trinken müssen wir mal was. Sonst pfeifen wir hier gleich vom Stuhl, ja. Ja. So, und wie ging es jetzt irgendwie zu der Tür? Ich musste die irgendwie aufmachen. Das, oh Mann, ey. Aber momentan geht's noch, also so schwer ist es jetzt nicht. Es ist, denke ich mal, wenn man die Tür auf hat, dann geht's, glaube ich, erst richtig los, weil dann kommen die Phalanx-Typen. Ja, kann man eigentlich so nennen, Phalanx-Typen, ne? Die hinter der Tür sind. Und dann hat man zumindest kleinere Probleme am Leuchtfeuer, würde ich mal meinen. Okay, da kommt wieder einer hier. Oh, da kam ein Feuerball. Ach, und hier sind wir doch schon, ja. Okay, dann bin ich zumindest hier. Okay, mal was trinken, sonst ist ja gleich Ende. Scheiße. Okay, jetzt muss ich hier mal echt rein. Und wir haben nur noch zwei Flakons, beziehungsweise eine. So, dann kommt die Harpie jetzt noch. Ja, geil. Scheiße, ja. Naja, zum Glück können wir uns noch heilen zwischendurch, also mit dem Heilungszauber, aber ist ja auch nicht so das Optimalste. Man muss langsam ein Leuchtfeuer finden, sonst, ja, ist ja Ende Melende. So, ja, geil. Hier, ist der down? Nee. Da müssen wir uns mal heilen jetzt. Fünf Heilungen noch, hm? Und ich meine, ich muss hier rundher. Ja, da ist nämlich eine Tür. Eine weiße. Okay, dann muss ich mir jetzt tierisch beeilen, weil das Gift tickt ja immer weiter. Okay, ja, wie kann man da jetzt da hoch? Muss man, glaube ich, springen irgendwie, ne? Und dann könnte man, glaube ich, runter. Weiß es alles nicht mehr. Aber so runterspringen ist, glaube ich, keine Option. Ach nein. Sag bloß, ich komme jetzt hier nirgendwo mehr hoch. Das ist ja hervorragend. Ach Gott, ey. Das ist ja hervorragend. Ich kotze jetzt schon. Wir haben vier Heilungen. Und das Gift tickt und tickt. Okay, dann müssen wir uns, glaube ich, hier runter machen. Und dann bin ich an den... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war selbst... Das war so dumm. Das war eher so dumm. Ja, im Hintergrund höre ich von Sunny, dass eventuell die Zeit um sein könnte, glaube ich, glaubt sie. Könnte gut sein, bin ich mir nicht sicher. Habe ich jetzt nicht so im Überblick gehabt. Oh, es könnte sein, dass es zu viel ist. Dann müssen wir vielleicht in zwei Parts hier cutten. Das wäre echt scheiße. Ja. Na, ansonsten sehen wir uns morgen wieder. 16 Uhr mit einem oder zwei Parts. Das wissen wir alles noch nicht. Ne? Das werden wir sehen. Ich bin gespannt. Macht's gut. Ciao, ciao. Ja, dann war es dann doch
etwas zu wenig. Deswegen sehen wir uns gleich, gerade schon mal wieder. Ja, naja, gut. Kann ja passieren. Wir haben jetzt auch nicht drauf geachtet. Dann gibt es jetzt nochmal 3 Minuten schicke Action, mehr oder weniger. Und ich hoffe, diesmal klappt es besser. Ungefähr weiß ich ja jetzt. Das ist immer so ein Ding. Wir müssen jetzt auf jeden Fall wieder in die Grube, weil das sind schöne 15.000 Seelen, die da sind. Hauptsache ist, wir werden jetzt nicht vergiftet. Das ist so das nächste Ding. Das wäre auch sehr cool. So, bei dem muss ich aufpassen. So. Okay, nicht zu nahe kommen und einfach schnell mit einem Schlag giftig. Ich darf nicht da drin stehen. Mann. Da müssen wir uns jetzt mal wieder beeilen. Vorteil, wir können die einfach so umhauen hier. Okay, dann gehen wir jetzt darüber. Dann haben wir uns mindestens ein bisschen Weg gespart. Weil wir ja jetzt schon die anderen Sachen abgegrast haben. Nein, nicht Menschlichkeit nehmen, bist du denn des Wahnsinns. Ja, jetzt habe ich Menschlichkeit drin. Schönen Dank, ey. Na, kacke. So, geh weg. Geh weg, hab ich gesagt. Jetzt, oh Gott. Oh. Oh. Und da kommen die Harpchen. Jetzt habe ich auch noch 5. Stimmt, ich habe ja nicht mal 10 jetzt hier. Okay, geh weg, geh weg, geh weg. Stirb. So, du genauso. Und du genauso. So, alle weg. So, da müsste jetzt hier auf dem Steg noch eine Harpie kommen. Ah ne, die hängt. Das ist auch gut. So, und jetzt müssten wir theoretisch nochmal da runter. Das ist der Nachteil. Wenn ich es nicht mache, fehlen mir die Seelen. Aber, warte mal, wir probieren es einfach mal. Ja, das hat ja wunderbar geklappt, ne? Scheiße. Vielleicht müsste man da auch doch anders hin irgendwie. Ja, jetzt kommt die auch noch. So, geh weg, geh weg. So, tschüss. Ja, jetzt müssen wir trotzdem runterspringen, auch wenn wir das Zeug jetzt hier haben. 23.000 Seelen. Könnte es Fury Sword jetzt eigentlich ganz schön hochpowern. Und dann mit ein bisschen Menschlichkeit könnte das dann doch schon reinhauen. Das weiß ich halt nicht. Ach Gott, ey. Naja, die Zeit neigt sich im Grunde zu Ende. Sunny guckt schon... Es ist zu Ende. Okay, Sunny guckt schon nervös zur Uhr. Wir sagen tschüss, sehen uns in der nächsten Folge wieder mit mehr von der Ariamis-Welt hier, gemalten Welt von Ariamis. Ich sag tschüss, macht's gut, bis dahin. Tschüss, tschüss.